Hallo und herzlich willkommen zum Maltischer Mittwoch, Episode 271 vom 27. März 2019. Es ist wieder soweit, ich bin wieder da, fast fit, meine Krankheit hört ihr nur an meiner etwas rauen Stimme in der aktuellen Episode. Heute gibt es folgende Themen für euch. Neuigkeiten vom Maltisch, was ist alles so geplant? User-Fragen, warum bist du eigentlich immer suchtkrank? Und was wäre eine alternative Horus-Heresie geworden? Gedanken, Ideen, Spekulationen. Es gibt ein Update zum Warlord Battle Titan von Forge World und es gibt Umstrukturierung hier im Arbeitszimmer. Wenn ihr Bock auf den Content habt, würde ich sagen, bleibt dabei. Wir beginnen nämlich mit den Neuigkeiten vom Maltisch direkt nach dem Intro. Aber kurzes Announcement, wenn euch was im Video gefällt, nicht vergessen. Wenn euch was nicht gefällt, ruhig ein Dislike geben, aber in die Kommentarsektion schreiben, was euch nicht gut gefällt. Denn nur so kann ich die Qualität dieser Videos an eure Wünsche anpassen. Und jetzt, ohne lange Umschweife, das Video beginnt, wie gewohnt, nach dem Intro. Dann auch hallo hier am Maltisch in der Rubrik Neues am Maltisch. Was ist alles so neu? Erstmal neu ist das hier. Das sind Kisten für Warhammer 40k mit einem Zeichen der Inquisition drauf. Habe ich bekommen vom Devil's Advocate. An dieser Stelle riesengroßes Dankeschön dafür. Passt wunderbar in die Planung, dass ich bald mit Inquisitor weitermache. Und diese vielleicht dann auch als Missionsziel mal nutzen kann. So, das vorneweg. Zum anderen, was gibt's noch Neues am Maltisch? Ihr habt es vielleicht am Intro schon erkannt oder euch gedacht, es gibt eine neue Kamera. Ja? Das habe ich auch im Tabletop-Weltforum schon mal gepostet. Für die, die eher bei YouTube oder Facebook unterwegs sind, ihr seht es vielleicht. Es ist eine neue Kamera. Am Start eine digitale Spiegelreflexkamera, eine Lumix schieß mich tot. Ich müsste gerade die Bezeichnung nochmal nachgucken, weil die so kompliziert ist. Und mit dieser kann ich nun bessere Aufnahmen machen. Ja? Viel bessere Fotos und auch viel bessere Videos. Das Bessere mit den Videos wird sich allerdings hier an dieser Stelle eher darauf auswirken, dass ich zum Beispiel gezielt den Fokus beeinflussen kann und eine Tiefenschärfe auch reinbringen kann und dass ich das digitale Format der Aufnahmen nochmal ändere, dass ich speziell ein 3:4 aufnehmen kann oder ein 16:9 oder. Ich habe schon einen Test gemacht mit den Aufnahmen in Ultra HD 4K mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von 30 Frames pro Sekunde. Diese habe ich versucht zu bearbeiten am Computer. Das hat gedauert, ja, seine Zeit. Ich meine, das dauert immer seine Zeit. Da hat es besonders lange gedauert. Aber irgendwann kam es zu einem Ergebnis. Die Datei war erwartungsgemäß recht groß. Die Upload-Zeit dieser Datei war unverschämt lange und da dachte ich mir, ey, wer guckt sich meine Videos denn bitte in 4K an? Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer kann das überhaupt tatsächlich am Computer? Und habe mir dann gedacht, nee, rechne es ganz normal runter auf, was ist das, 1920 auf was auch immer, 1080 sind das, glaube ich, Pixel, das ist HD. Das reicht für YouTube vollkommen aus. Jetzt experimentiere ich noch ein wenig rum mit der Kamera. Die aktuellen Aufnahmen mache ich in diesem Ultra HD. Lass sie danach runterrechnen von meinem Computer. Denn mehr
Pixel aufnehmen und diese dann minimieren am Computer ist immer besser als weniger Pixel aufnehmen und diese versuchen zu maximieren. Logisch, ne? Das aktuelle Video habe ich in 30p aufgenommen. Beim nächsten Video versuche ich es mal mit einer Aufnahme nur in 1920 zu 1080 in 60 Frames pro Sekunde. Und dann könnt ihr mir sagen, ob ihr da wirklich einen großen Unterschied seht, wie ich am besten aufnehmen kann, viele Frames pro Sekunde oder hoch auflösend aufnehmen und es dann runterrichten lassen, was euch besser gefällt. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich experimentiere noch ein bisschen mit rum mit der Kamera. Fotos habe ich jetzt noch nicht so viele machen können, aber auch da habe ich viel mehr Möglichkeiten durch die ganzen manuellen Einstellungsoptionen einer Spiegelreflexkamera. Und das Schöne ist, das habe ich ja damals auch in meiner Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten gelernt. Und kann dann auch einfach damit arbeiten. Was gibt es sonst noch so Neues hier? Ihr seht gerade, ich male Elder Ranger. Das ist Kaleth und sein Trupp aus der Geschichte Der Fall von Fenleon. Da ich in letzter Zeit viel der Spielberichte, die noch auf Halde lagen, fertig machen konnte, aktuell bin ich beim X-Wing-Spielbericht, konnte ich auch die Geschichte für Fenleon weiterspinnen. Und wir sind jetzt mit dem 1000-Punkte-Schritt durch. Heißt, es müssen wieder ein paar Modelle dafür bemalt werden. Zusätzlich habe ich einen Termin ausgemacht für kommenden Monat, also im April. Und da werde ich zur Spielebude fahren und es wird einen Spielbericht dort geben. Ja? Wir machen einen Spielbericht. Und weil die, finde ich, in Videos immer unterrepräsentiert sind, nehme ich einfach die Ajuriani mit. Dafür werde ich natürlich noch ein paar Punkte brauchen. Wenn ich alles hochrechne, was ich fürs Projekt habe und zusätzlich habe, bin ich, glaube ich, bei 1400 Punkten. Deshalb male ich jetzt noch ein bisschen was an. Zum einen brauche ich es sowieso fürs Projekt. Zum anderen kann es dann in dem Spielbericht bei der Spielebude natürlich auch nur positiv sein, wenn ich ein paar Optionen mehr habe, als ich sonst nur gegen die Tyranniden genutzt habe. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie es da wird. Ich meine, in ihren Videos wirken sie ja meist recht sympathisch, die Herrschaften. Mal gucken, wie es live wird, wie es dann auch wird, wenn eine Kamera anwesend ist. Und dann gucken wir mal, dass wir da eine geile Zeit haben. Ja. Weitere Infos von hier, also Neuigkeiten vom Maltisch, habe ich schon im Forum ein bisschen gepostet, dass ich jetzt in Zukunft wieder mich auf Inquisitor ein bisschen mehr fokussieren möchte und auch dementsprechend diese Inquisitor-Livestream-Klamotte nochmal aufgreifen möchte. Dafür wird eine neue Matte angeschafft von P-Work und werde ich auch komplett neues Gelände schaffen. Dieses Gelände wird nicht nur bei Inquisitor genutzt, sondern wird dann auch später für die Talarn Desert Rats genutzt. Also wieder der Gedanke mit Multipurpose. Und dementsprechend wird das Gelände eher industriell sandig staubig. Und vom Gedanken her zum Hive Tarsus, wo ich Inquisitor ja immer noch ansiedle, wird es eher in den oberen Regionen des Hive Tarsus stattfinden. Wir rufen uns kurz in Erinnerung, Hive Tarsus ist ein besonderer Hive, da dieser nämlich im Vergleich zu anderen Schwarmstädten genau andersrum angesiedelt ist. Hive Tarsus liegt in einer Wüste und dementsprechend gräbt man sich immer weiter in den Boden und die gekühlten Luxus-Apartments, wenn man so will, befinden sich natürlich dementsprechend nicht an der Oberfläche, sondern weiter unten im Boden und an der Oberfläche sind sozusagen die Slums und das, was man sonst als Underhive kennt. Und da sich der Devil's Advocate in eher düsteren industriellen Gebieten befindet,
die schon etwas tiefer im Hive sind, die zum Beispiel eine von diesen Klimatisierungsanlagen sein könnte, habe ich mir gedacht, nö, dann möchte ich nicht einfach dasselbe nochmal machen, sondern du machst halt was anderes, und bin dazu gekommen, dass ich mich ein bisschen mehr an der Oberfläche des Hive-Tasers aufhalte und dementsprechend alles noch sandig, staubig und sehr warm wirken soll. Ja, das sind die Gedanken zu dem Projekt. Und da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen, was da auch kommt. Aber da will ich noch nicht zu viel sagen. Und jetzt, ihr werdet schon sehen, wir teilen das Ganze ja jetzt in Rubriken auf. Kommen wir zu Rubriken Fragen aus dem Forum. Beziehungsweise Fragen aus der Community. Und an dieser Stelle habe ich zwei Fragen, die beide, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die eine auf jeden Fall, von Brinwa Krimfang kamen. Die eine Frage war, sag mal, was ist da überhaupt bei dir los? Warum bist du so oft krank? Warum bist du so oft von Nurgle gesegnet? Die andere war, was für Alternativen vom Geschichtsablauf könntest du dir für die Horus-Heresie vorstellen? Wer wäre dann wer? Also wer würde welchem Chaosgott dienen und so weiter? Die erste Frage, die betrifft die aktuellen Umstände. Ihr hört ja auch an meiner Stimme schon, ich bin noch nicht wieder fit. Also es ist alles noch ein bisschen kratzig. Und hohe Töne, also hohe Stimmlagen, sind im Moment sehr schwierig. Da bricht einfach meine Stimme weg. Liegt an einer Rachenentzündung, die ich jetzt zusätzlich noch hatte. Ganz, 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 ganz blöde Sache. Aber da bin ich gefühlt auf dem Weg der Besserung, meinte mein Arzt auch, dementsprechend. Im Video rede ich jetzt viel, klar, sonst ist das Video doof. Aber sonst halte ich eher die Klappe und lasse meine Stimme ein bisschen regenerieren. Wenn ich zurückdenke an meinen Krankenschein, war es der Höhepunkt dieser Rachenentzündung, dass ich überhaupt keine Stimme mehr hatte. Also ich konnte überhaupt nichts mehr sagen. Ich musste mich mit Zetteln verständigen. Und das muss ich sagen, ist nicht cool. Warum ist das so? Warum ist der Dizzy so oft krank? Ich hab's schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, das bleibt aber nicht in den Köpfen, deshalb sage ich es nochmal. Zur Erklärung an alle, die meine Videos schauen. Es ist ja so, ich habe Asthma bronchiale, nicht gerade wenig. Und dummerweise, muss man heutzutage sagen, oder von heutiger Warte aus sagen, dummerweise wurde ich früher in Watte gepackt. Kann man so sagen. Ich durfte nicht viel raus, weil ich hatte sehr oft mit Asthmaanfällen zu kämpfen. Kausalitätskette. Ist in sich auch logisch. Der Junge hat oft diese Asthmaanfälle, wenn er sich belastet. Also, sagen wir mal, nee, du gehst nicht so viel raus. Dementsprechend konnte sich aber leider, wie sonst in der Kindheit zu meiner Generation war, konnte sich mein Immunsystem allerdings nicht ganz so ausbilden. Heißt, heutzutage habe ich damit Probleme. Heißt, ich werde öfter krank. Heißt, Erkrankung der Atemwege. Und die sind natürlich bei mir als Patienten mit Asthma bronchiale auch nicht so unbedingt einfach wegzustecken. Der normale Mann hat eine Grippe. Stirbt daran natürlich fast, weil Männergrippe. aber ist dann relativ schnell wieder fit. Bei mir schlägt es sehr schnell auf die Lunge. Und ich mache auch regelmäßig mit meinem PicFlow mache ich Tests, wie groß ist mein Lungenvolumen, also wie viel kann ich ausatmen. Denn das ist ja das bei Asthma bronchiale, die Lunge kriegt keine Luft mehr raus. Man denkt zwar, ich kann nichts mehr einatmen, es ist aber eigentlich genau andersrum. Dementsprechend mache ich oft diese Tests und merke, dass das bei Erkältung wie grippalen Effekt oder wirklich Grippe sehr, sehr schnell abkackt.
Jetzt im aktuellen Fall bin ich kurz davor gewesen, eine Lungenentzündung zu entwickeln. Bin aber zum Glück noch ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Das geht mir selbst auf den Sack, muss man tatsächlich so sagen. Mit aller Härte. Ich kann aber leider nichts dran ändern. Es ist so. Das Immunsystem hätte sich aufbauen können, nachträglich aufbauen ist nicht einfach. Und dementsprechend muss ich damit leben. Ich gebe zwar natürlich immer Acht auf mich, nur fällt es auch in Situationen, wo es so Wetter ist wie jetzt aktuell. Ne? Wir hatten dieses Jahr schon 24 Grad, ich bin schon mit kurzer Hose rumgelaufen. Jetzt haben wir wieder Einbrüche von, oh, es sind nur noch 5 Grad, verdammt. Und da diese Wechsel relativ schnell stattfinden, kann mein Körper darauf nicht gut, werde krank. Kausalitätskette beginnt wieder. Um euch das mal kurz zu erklären, denn diese Frage kam und nicht, dass ihr euch groß Sorgen machen müsst. So ist es einfach. Ja? Als Gott geschrien hat, wer braucht noch Krankheiten, habe ich leider zu laut geantwortet. Schade, aber es müssen wir uns jetzt, also speziell ich, muss mich damit abfinden. Und ich hoffe, dass es in nächster Zeit nicht mehr so krass wird, dass ich wirklich mal eine Woche ausfalle und auch einfach kein Video machen kann. Ja? Toi, toi, toi. Die nächste Frage, auch von Brinmar, war diese mit der Horus-Häresie. Da gibt es ja viele Videos bei YouTube auch tatsächlich zu sehen. Was ist, wenn die Horus-Häresie, wenn die Geschichte anders abgelaufen wäre? Wer wäre wohl am ehesten den Einflüsterungen der Götter erlegen? Wer hätte die Rolle des Kriegsmeisters übernehmen können? Oder sagen wir mal, nicht des Kriegsmeisters, hätte ja nicht mal sein müssen, des Erzverräters. Welche Legionen wären welcher Gottheit anheimgefallen? Und wie hätte sich das Ganze dann entwickeln können? Ist eine sehr hypothetische Sache im Bereich Warhammer 30k. Interessiert natürlich nicht unbedingt jeden. Aber Fragen wollen ja schließlich beantwortet werden. Die Horus-Häresie sah ja so aus, dass im Laufe des großen Kreuzzugs der Imperator gesagt hat: Kinders, Primarchen, ich muss nach Terra zurück. Ihr macht bitte weiter mit der Wiedervereinigung der menschlichen Rassen. Und hier Horus Lupercal, der erste, den ich wiedergefunden habe, der darf mal Imperator spielen in meiner Abwesenheit und bekommt die komplette Befehlsgewalt. So. Einige Primarchen fanden das nicht so cool, andere fanden das gut. Dementsprechend entwickelten sich da an der Stelle schon Spannungen und Differenzen. Jeder der Primarchen im der Zeit hatte so seine spezielle Art der Kriegsführung, die dann auch von der sozusagen, nee, Kinderlegion hört sich doof an, die von der entsprechenden Legio der Adeptus Astartes dann auch, nee, nee, Quatsch, Legiones Astartes war es damals noch, übernommen wurde. Zum Beispiel Perturabu von den Iron Warriors hatte es mit Belagerung und dementsprechend war seine Legion sehr, sehr gut in Belagerung. Rogaldorn, Imperial Fists, hatte es mit Erschaffen von Festungsanlagen. Dementsprechend waren die Imperial Fists die, die gut Häuserkampf konnten, sich gut eingraben konnten und Belagerungswerke einfach erschaffen konnten. Die White Scars. Aufgrund der Natur der Steppenwelt, auf der Jagatai Khan gelandet ist, wurde halt sehr in diese stämmischen Riten und sowas alles eingeführt und deshalb spiegelte sich das dann auch in den White Scars wieder mit vielen Bikes und vielen Speedern, was dann die ja, nomadische Reiterkultur der Heimatwelt widerspiegelte. Und so hatte jede Legion natürlich und erst jeder Primarch so seine Besonderheiten. Wir haben auf Seiten der Verräter, was ja in dem Falle
das ist, worum es geht, haben wir Horus Lupercal mit seinen ehemals Sons, Luna Wolves, jetzt Sons of Horus. Das ungeteilte Chaos letztendlich wurde zur Black Legion und kann alles ein bisschen gut. Horus Lupercal zeichnete sich aus dadurch, dass er kein Kriegstreiber ist und er so ein bisschen die Fäden im Hintergrund zog, nie offen gesagt hat, wir müssen jetzt den und den angreifen, sondern irgendwie etwas erschaffen hat, einen Umstand, warum man denn jetzt da handeln musste. Dann haben wir Angron, der sowieso ein bisschen durch ist und aufgrund seiner stetigen Wut, die durch die Schlechternägel, die ihm auf seiner Heimatwelt eingepflanzt wurden und die er auch seiner Legion aufgezwungen hat, sowieso immer in einem Blutrausch war. Dementsprechend war natürlich die Einflüsterung von Khorne einfach, trafen auf fruchtbaren Nährboden und dementsprechend verschrieb sich die Legion der World Eater dem Gott des Blutes. Die Emperor's Children unter Fulgrim strebten immer Perfektion an, in Kriegskunst als auch in Handwerk und sonstigen Umständen. Die Emperor's Children verfielen Slaanesh aufgrund der Einflüsterung von Perfektion und Exzess. Und Fulgrim fiel dummerweise dem Dämon anheim, der in einer Klinge gebunden war, die er fand. Der Dämon übernahm ihn und er erschlug den Primarch der Iron Hands als erste Opfer, also Primarchenopfer der Horus-Heresie. Wir haben Magnus, der durch Täuschung und durch viele Intrigen dazu getrieben wurde, sich Sinch zuzuwenden. Und wir haben Mortarion mit seiner Death Guard, den stoischen Kriegern, die einfach nicht aufgeben wollen und immer voranmarschieren, die durch Pertorabus zutun. Dazu kamen, dass Mortarion ein Dämonenprinz des Nurgles wurde. Oder ein Dämonenprimarch in dem Falle. Und dieser Weg von seiner Death Guard dann auch weiter angenommen wurde, nachdem die ersten Plague Marines irgendwann erzeugt wurden und der erste mit Lebensfresser-Virus gesegnete Marine auf Molech ganz alleine ganze Waldregion abgeholzt hat durch seine Fäulnis, die er ausstrahlte. Und so kam es halt dazu, dass Mortarion und seine Legion der Death Guard dem Gott Nurgle anheimfiel. Alle anderen Legionen sind dem ungeteilten Chaos anheimgefallen oder gerüchteweise dienen dem Chaos ja nur, um das Chaos zu zerstören. Ne? Also es gibt ja diese Theorie, dass die Alpha Leech durch die Kabale dazu überredet wurde, sich den dunklen Göttern und Horus anzuschließen. Allerdings nur, um den dunklen Göttern und Horus zu schädigen. Das ist ja auch das Ganze, was sich um diesen fünften Chaosgott Malal und um die Sons of Malice abdreht. Der ist ja einfach Zerstörung pur. Nur an Zerstörung interessiert. Auch im Zweifel einer Zerstörung von sich selbst. Und anderen Chaosgöttern. So, dementsprechend haben wir da das auch eigentlich ungeteilt. Wir haben die Iron Warrior, die auch eher ungeteilt sind, die aber auch gar nicht so, weil das Fleisch schwach ist, was ja auch die Iron Hands ein bisschen vertreten, nicht so mit den ganzen Mutationen was zu tun haben wollen. Wir haben die Wordbearer, die auch eher ungeteilt sind. Wir haben sowieso die Überpsychopathen der Nightlords, die auch eher ungeteilt sind, weil sie auch einfach nur Chaos stiften wollen.
So, und dementsprechend haben wir einen treibenden Aspekt. Wir haben Horus Lupercal als derjenige, der sozusagen die Galionsfigur der Häresie wurde, obwohl eigentlich ja Lorga und Erebus an allem schuld sind. Wir haben die speziellen Legionen, die sich den Chaosgöttern verschrieben haben, und wir haben so die eher neutralen, die einfach nur Chaos anstiften wollen. So, wie hätte es sein können, wenn jetzt die Geschichte anders gelaufen wäre? Wer hätte diese ganze Häresie anfangen können? Wir hätten zum Beispiel Sanguinius, der Engel, Primarch der Blood Angels, hätte durch Einflüsterung der dunklen Götter, ich finde speziell Slaanesh, dazu gebracht werden können, zu denken, sag mal, Sanguinius, du bist auch der Primarch, der mit seiner Mutation der Flügel am ehesten etwas Göttliches hat. Warum zeigst du dich eigentlich immer so bescheiden? Warum nimmst du nicht das Zepter in der Hand? Wurdest du nicht von deinem Vater, dem Imperator, damit gesegnet, am ehesten göttlich zu wirken? Als Engel? Dementsprechend hätte zum Beispiel Sanguinius den Einflüsterungen erliegen können und das Zepter in die Hand nehmen können. Dann hätten sich vielleicht die anderen Legionen genauso eingefunden. Hätte es aber auch Unterschiede geben können. Wir hätten aber auch das genaue Gegenbild, das Spiegelbild nehmen können zu Horus Lupercal, der durch die Einflüsterung erliegt. Und da sehe ich als Taktiker und Staatsmann Robu Gilmont oder Robert Gülliman von den Ultramarines, der ein sehr, sehr weiser Taktiker war und alles besonders durchdacht hat. Vielleicht ist durch dieses Durchdenken, durch zusätzliche Einflüsterung von Siege, ein Zweifel aufgekommen. Er sagte, Theoretiker, der Imperator hat bestimmt ihren Plan. Praktiker, der lässt uns einfach alleine, also begehren wir auf, dass wir frei werden. Eine zusätzliche Situation gab es ja auch in der Horus-Heresie schon, dass Gilmont das Imperium Secundus ausgerufen hat, in dem der Regierende Sanguinius sein sollte. Ja? Dazu gibt es eine Buchreihe. Wenn das jetzt noch ein bisschen gewürzt durch die Einflüsterung des Chaos eskaliert wäre, hätte ich mir gut vorstellen können, dass auch er, Gilmont, die Strippe in einer Häresie gezogen hätte ziehen können, so rum. Das sind für mich die beiden, die am ehesten Galionsfigur einer alternativen Häresie hätte sein können, Sanguinius und Gilmont. Allerdings, Sanguinius' Häresie ist noch vertretbar, Gilmont's Häresie klingt aber meines Erachtens nicht so cool. Deshalb verstehe ich, warum man Horus genommen hat. wie hätte es mit den anderen Legionen aussehen können? Mit vielleicht alternativen Zuordnungen. Da kann man natürlich den sehr einfachen Weg gehen und sagen, okay, pass auf, sowohl bei den Verrätern als auch bei den Loyalisten gibt es sehr viele Überschneidungen. Wir haben auf der Seite der Verräter, der klassischen Verräter, die Iron Warrior, die sehr stoisch belagern können. Die könnte man natürlich jetzt ganz problemlos austauschen gegen die Imperial Fists, die ja ganz stoisch alles einfach befestigen. Wir haben die World Eater, die fanatischen Schlechter, die sich Korn gewidmet haben. Wir haben aber meines Erachtens auch auf Seiten der, der Loyalisten einige Kandidaten, die sich hätten Korn hingeben können. Am naheliegendsten sind ja eigentlich die Blood Angels wegen Blut. Ja? Finde ich aber gar nicht so, denn da ist es ja eigentlich nur mit diesen
vermeintlich stattfindenden Blutriten, die es gab, die die Blood Angels mit dem Blutgott in Verbindung bringen. Sehe ich aber nicht so ausschlaggebend, weil sie haben nicht fürs Abschlachten gelebt, sondern eher für Perfektion, wie auch zum Beispiel die Emperor's Children. Also da ist eher so die Möglichkeit, also der Spiegel, das anders anzubringen. Ich glaube, wenn man jetzt bei Korn bleibt, wären zum Beispiel die White Scars ein guter Ansatzpunkt. Denn aufgrund der Stammeskultur, die sie ja lebten in der Legion, finde ich es da eher Stamm, Ehre, Töten, ehrenhafter Tod, eher da die Möglichkeit, eine Verbindung zu Korn hinzubekommen. Oder die Space Wolves. Die Space Wolves sind ja auch so ein bisschen wilde, barbarische Schlechter. Nicht umsonst werden sie als die Scharfrichter des Imperators benannt. Und Scharfrichter, Korn, finde ich, passt schon ganz gut zusammen. Also wären da meine persönlichen Favoriten für eine alternative Heresie, eine Legion, die sich Korn hingibt, entweder die White Scars oder die Space Wolves. Gehen wir weiter zu Slaanesh, weil ich den ja schon kurz erwähnt habe. Slaanesh hatten wir die Emperor's Children, weil sie nach Perfektion gestrebt haben. Durch die Einflüsterung von Slaanesh sind sie dem dummerweise anheimgefallen. Die einfachste Möglichkeit wäre hier natürlich, die Blood Angel zu nehmen, weil die so der ungefähre Spiegel sind. Auch sie strebten Perfektion und Kunst entgegen. Wäre aber meines Erachtens zu einfach. Wer sich dafür eignen würde, meines Erachtens, die Ultramarines, denn sie sind durch diese Möglichkeiten, die man so entwickelte bei den Ultramarines, Theoretiker und Taktiker, auch sehr daran bestrebt, immer das Beste zu finden, die beste Möglichkeit. Auch das hätte eine Möglichkeit sein können, wo sich Slaanesh einschaltet und sagt, hallo, ich kann euch was anbieten. Dann werdet ihr die besten Krieger, die besten Taktiker. Na? Und dann wird so exzessiv austaktiert, dass man plötzlich gar nicht mehr merkt, dass man gerade irgendwas Komisches macht. Dann wäre natürlich der Exzess, den man bei den Approached Children hinterhat, durch die Perversion und sowas und durch körperliche Exzesse, wäre natürlich ein anderer geworden, aber Ultramarines, meines Erachtens, hätten auch Slaanesh anfallen können. Genauso wie die Imperial Fists. Die hatten nämlich den Exzess, immer die beste Verteidigungsmöglichkeit zu bauen. Ja? Die stärkste, unüberwindbarste Verteidigung hätte eine Möglichkeit sein können. Auch das aufzugreifen, wäre natürlich eine ganz andere Perfektion, ein ganz anderer Exzess geworden, als bei den Emperor's Children wahrscheinlich. Aber auch da sehe ich eine Möglichkeit, dass auch die Slaanesh an der Hand hätten fallen können. Die Imperial Fists sehe ich allerdings auch bei Nurgle. Ja? Durch dieses stoische Bollwerk bauen, nicht aufgeben wollen, nicht unterkriegen wollen. Warum nicht ein Geschenk von Nurgle bekommen? Und feststellen, oh, damit kann ich meine Position noch viel besser verteidigen. Ja, Großväterchen Nurgle, segne noch mehr von uns, dann können wir viel besser alles verteidigen. Hätte passieren können. Meines Erachtens. Die einfachere Möglichkeit für Nurgle wäre allerdings natürlich auch gewesen, dass man einfach irgendjemanden einsetzt, der sich sonst aufopfert und durch seine Aufopferung vielleicht auch einfach Verluste hinnimmt, die nicht hätten sein müssen. Was wäre denn mit den Salamanders? Ich finde, die wären auch ein guter Kandidat für Nurgle.
Die Salamanders haben sich immer eingesetzt für jeden imperialen Bürger. Die imperiale Bürger sind nicht einfach nur als beiläufige Verluste anzuerkennen. Es lohnt sich, für das Imperium zu kämpfen. Ja? Es lohnt sich, sich aufzuopfern. Es lohnt sich, sein Leben dem imperialen Bürger als Geschenk darzureichen, damit er weiterleben kann. Finde ich, passt schon so ein bisschen zu Nörgle. Ne? Man opfert sich auf, man nimmt Qualen auf sich, um jemand anders zu ermöglichen, dass er einfach besser lebt. Finde ich, passt meines Erachtens ganz gut zu Nörgle. Ja? Die Geschenke stumpfen ab, machen es mehr möglich, dass man weiterlebt, um eben weitere Geschenke zu verteilen. Irgendwie so, finde ich, passt das auch ganz gut. Iron Hands? Vielleicht auch, um das Ganze zu pervertieren. Sie sagten ja, das Fleisch ist schwach. Vielleicht merken sie durch die Einflüsterung, stimmt, das unmutierte Fleisch ist schwach. Vielleicht hätte es dann da bei den Iron Hands eine Möglichkeit geben können, von einer Mischung aus Bionik und Nurgle verzerrtem Fleisch dadurch Stärke zu erlangen. Vielleicht. Könnte man spekulativ ja mal anbringen. Und dann bleibt noch Sinch. Sinch. Täuschung. Wer hätte das sein können? Vielleicht hätten das auch die White Scars werden können. Eben wieder durch dieses Stammesding, Runen und durch diese sozusagen Religion, die man dann durch hat, durch diese Stammeskultur. Aber vielleicht hätte es auch jemand anderes sein können, der plötzlich in einer ganz komischen Situation ist, bedrängt wird von anderen Streitkräften des Imperiums. Ähnlich wie Magnus sozusagen in eine Falle gerät. Und dann durch Sinch heraus einen Weg findet. Auch da wären vielleicht wieder die Salamanders möglich. Wenn Vulkan nämlich dann von einem vermeintlich loyalen Conrad Curse gefangen genommen wäre und gefoltert wäre, hätte sich durch Einflüsterung Vulkan vielleicht auch Sinch ergeben können. Dadurch irgendwie aus der Gefangenschaft der Night Lords rauskommen können und hätte sich verraten gefühlt und hätte sich dann Sinch hingegeben. Da wäre natürlich das Problem, Vulkan ist jetzt nicht wirklich so psionisch veranlagt. Allerdings hat er etwas anderes Besonderes. Er ist ja ein Perpetual, also ein Unsterblicher. Auch das, finde ich, passt irgendwie, ne, zu Sinch. Man kann das Schicksal herausfordern, weil man weiß, man ist unsterblich. Ja? Man kann quasi den Tod betrügen, wenn man so will. Und betrügen, Intrige, finde ich, passt perfekt zu Sinch. Also auch da sehe ich dann die Möglichkeit. Mich würde jetzt mal interessieren, euch 30k und 40k Verrückten, was meint ihr? Wo hätte man noch so eine Situation haben können? Dass man vielleicht einen anderen Strippenzieher in dieser Situation hätte. Dass es nicht Horus Lupercal wäre, sondern ein anderer Primarch. Wer hätte es sein können? Wer hätte sich welcher Gottheit verschreiben können, welcher Primarch?
und wenn. Nicht nur schreiben, der und der Primarch dem und dem, sondern warum. Ja? Wo wäre da sozusagen der Angriffspunkt gewesen, der wunde Punkt, den die Gottheit dann nutzen könnte, um den Primarchen auf seine oder ihre Seite zu ziehen. Würde mich mal interessieren, was ihr meint. Seid ihr d'accord mit meinen Ausführungen, was sein könnte? Oder habt ihr ganz andere Ideen? Schreibt das gerne in die Kommentarsektion oder aber in das Tabletop-Welt-Forum im Thread des Magischen Mittwoch. Ne? Habt ihr auch immer die Möglichkeit zu antworten. Und ich würde mich freuen, eure konspirativen Ideen zu lesen. Und wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, es geht mir nicht um die ungeteilten Legionen, weil da könnte man im Prinzip jede Space Marine Gruppierung zum ungeteilten Chaos hinzufügen. Es geht mir wirklich speziell darum, die gottspezifischen und wer könnte Urheber des Ganzen sein. Mich würden eure Meinung und eure Ideen dazu mal interessieren. Wie gesagt, schreibt es an die üblichen Quellen und wir gehen weiter zum Update des Forge World Warlord Battle Titan im Bereich Warhammer 40k. Hallo zum Update des Warlord Battle Titan von Forgeworld. Hier seht ihr das gute Stück im aktuellen Zustand. Ich hatte erst überlegt, ob ich gegebenenfalls erst ein Update für den Torso machen soll und dann ein Update für Beine und Base. Aber warum eigentlich? Also gibt es hier direkt die volle Ladung, was aktuell fertig ist. Der Torso-Bereich, die Beine sind zu, sagen wir mal, 98% fertig. Der Kopf, da bewegen wir uns ungefähr so bei 75% der Fertigstellung. Beim Base weiß ich noch nicht, wie viel ich da noch machen muss, da ich nämlich gerade dabei bin, die Ruinen schon mal ein wenig vorzubereiten. Was fehlt noch, damit es fertig ist? Ganz einfach. Beim Oberkörper und bei den Beinen sind es Streaking Grimes, also so ganz leichte Stellen, wo es so ein bisschen runterläuft und so ein bisschen auch dann wirklich angesifft aussieht, damit es aussieht, als würde er schon ein bisschen im Krieg unterwegs sein. Das ist das eine. Und dann natürlich Klarlack, Seidenmatten-Klarlack. Hier vorne zum Beispiel an diesen ganzen kleinen Linsen, die da dran sind und Scheinwerfern, nochmal Glanzlack drüber. Dann ist der Oberkörper komplett fertig. Der Kopf ist weniger fertig als der Oberkörper, da noch die Crew reingesetzt werden muss. Die ist noch nicht fertig. Da bin ich tatsächlich ein bisschen abergläubisch. Erst wenn das komplette Modell fertig ist, sprich Oberkörper, Beine, alle Waffen, Base, komplett alles versiegelt ist, erst dann mache ich die Crew fertig und setze diese in ihren Titanen. Woher der Aberglaube kommt, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ist so, fand der Kunde auch ganz lustig, ich auch eigentlich. Deshalb, das wird das allerletzte sein. Was passiert? Genauso der kleine Prinzips, der extra stehend ist und auf einem Base modelliert werden kann, auch der kommt dann ganz zum Schluss erst dran. Beim Base ist es so, dass ich aktuell diese Ruinenstücke noch nicht festgeklebt habe. Im Vergleich zum letzten Mal habe ich das Ganze jetzt bearbeitet mit drei Airbrush-Farben von einem Burnt Amber über ein Beige nach Knochenfarben hin. Und die Ruinen, wie ihr hier auch erkennen könnt, so ähnlich bearbeitet habe. Also von unten, von diesem Burnt Amber hoch zu dem Knochenfarbenen. Ich habe überall ein bisschen Texturfarbe aufgebracht, zusätzlich noch. Auch gerade hier unten an den Gebäuden, um die Kante zum Base besser verschließen zu können. Jetzt bin ich gerade dabei, hier bei diesen ganzen Fenstern und Metallteilen LED-Welche aufzutragen, danach verschiedene Pigmente und dann Metall wieder nachträglich drauf zu tupfen, damit so ein bräunlich-metallischer Ton hier ist, der nicht vom Modell ablenkt und sich besser in Space einfügt. Und wenn das fertig ist,
Dann werden diese ganzen Ruinenstücke alle draufgeklebt. Und dann arbeite ich zusätzlich nochmal mit so Staubpigmenten, um das Ganze nochmal so ein bisschen abgerockter und natürlicher wirken zu lassen. Und dann wird auch hier der Titan unten so ein bisschen eingestaubt, damit es auch ein bisschen mehr ins Base passt und dementsprechend cooler aussieht. Ja. Jetzt zeige ich euch doch nochmal eine Rundumsicht. Dabei sage ich nichts, ich lasse das Modell einfach wirken. Und da sind wir wieder vorne angekommen. Deus Fulgur Rex, der Gott des Blitzes, der Prinzeps, der dieses Gerät, wollte ich fast sagen, der diese Gottmaschine steuert, hat noch keinen Namen bekommen. Was hier oben noch fehlt, fällt mir gerade auf, sind die beiden Wappenschilde auf der Herzseite. Hier trägt er das Wappen der Legio Astorum, ganz einfach, diese Eclipse, diese Sonnenfinsternis mit so einem kleinen Banner drunter, Legio Astorum. Und hier trägt er dann das Wappenschild mit dem Namen der Gottmaschine, Deus Fulgur Rex. Dieses steht auf einem Banner, dann haben wir so einen Lorbeerkranz in einem Goldton und dazwischen sitzt ein E-Hammer. Einfach um das nochmal aufzugreifen, Blitze, Donner, Gott des Blitzes, beziehungsweise Gott des Donners, Thor, ne, Hammer, klar, wo das herkommt, diese Analogie und im Prinzip doch waren eigentlich eine gute Idee. Ja, die Anzahl der Blitze hier, da wurde auch schon im Forum erwähnt, ui, das ist aber viel, hat sich der Kunde aber so gewünscht. Er wollte eigentlich über das ganze Modell, also ganz am Anfang, wir haben das ja alles konzeptionell ausgearbeitet, er wollte eigentlich über das ganze Modell alles in einem ganz dunklen Blau, komplett mit Blitzen. So, da habe ich gedacht, stop it, ne? In meiner Rolle als Künstler, künstlerische Freiheit, habe ich ihn erstmal beraten und dann sind wir irgendwann dazu gekommen, es sollte eigentlich Lego Tempestus werden. Dann sind wir zusätzlich dazu gekommen, ja, aber so silberne Beschläge wären nicht ganz so cool. Dann sind wir zu goldenen Beschlägen gekommen. Wo passen die zu? Legio Astorum hat Blau mit goldenen Beschlägen und ein bisschen Gelb. Dann ging es erstmal darum, sich auf Gelb zu einigen. Was ist das für ein Gelb? Gelb sieht ja meistens I aus. Hier haben wir so ein sehr entsättigtes, dunkles Senfgelb, wenn man so möchte, was dann auch dem Kunden ganz gut gefallen hat. Und dann haben wir uns noch darauf geeinigt, ja, aber die Blitze, lass uns die doch nur außen setzen. Sieht man ja hier an den Beinen, die sind an den Außenseiten der Panzerung jeweils. Und innen lassen wir das Ganze dann blau, dann wirkt das auch nochmal mehr, als wenn wirklich überall Blitze wären. Die Ähnlichkeit zu einem Night Lords Schema wurde auch schon in Social Media Gruppen bei Facebook geäußert. Das kann ich nicht ganz von der Hand weisen, stimmt. Allerdings ist das ein Loyalist, er hat nichts mit den Night Lords zu tun. Und die Blitze sind einfach nur die Warp Runners. Werden ja im Hintergrund so ein bisschen mythisch behandelt, dass sie plötzlich aufs Schlachtfeld kommen und dann unbeirrbar drauf alles töten und dann wieder sich relativ schnell zurückziehen, was ja dann diese Legende mit sich bringt, die Warp Runners, dass die Titanen tatsächlich die Fähigkeit haben, durch den Warp sich zu bewegen, durchs Immaterium und dann da zu erscheinen, wo sie hin müssen. Dadurch natürlich dieses schnelle Alpha Strike, blitzstark, Blitze und schon hatten wir hier dann dieses Thema erarbeitet, wo das dann auch passen kann zur Legio Astorum. Also es ist ein ganzheitliches Projekt, was nicht nur Zusammenbauen des Modells und Malen nach Kundenwünschen angeht, sondern auch zusätzlich Beratung des Kunden,
Einarbeitung in irgendeine Art Hintergrund, weil so ein großes Modell, das einfach nur zu bemalen und dahinzustellen, sagen, so, das ist Titan, da hat sowohl der Kunde keine Lust dran, als auch ich als Künstler nicht. Und dementsprechend kann man sich so viel mehr vorstellen, was man hier gerade hat, was das Modell aussagt, was das Modell auch ausmacht. Und ja, das ist auch so ein bisschen für mich der philosophische Ansatz, warum ich das Ganze so aufziehe. Geplant war es für 4 bis 6 Wochen. Ich werde wahrscheinlich 8 bis 9 Wochen für dieses Modell brauchen. Aber gut, die will eine Weile haben. Da ich vorher noch keinen Forgeware-Titan gebaut habe, war das erstmal eine ungefähre Zeit, die wir dafür veranschlagen. Wie gesagt, gut, den wir Weile haben und dementsprechend, jetzt habe ich ungefähr ein Gefühl dafür, wie lange braucht man für einen Warlord Battle Titan in dem Standard. Wenn ich mir jetzt überlege, ich mache nur einen Titan, der glatt auf einer Oberfläche steht, ohne ein Base, dann könnte ich schon wieder 2 Wochen wegrechnen, weil das Base hat tatsächlich bis jetzt schon sehr lange gedauert, wird auch nochmal lange dauern. Wenn es nur der Titan ist, geht es definitiv schneller. Die Waffen sollten eigentlich auch recht schnell gehen. Ihr seht hier unten auf der Kniekachel, seht ihr das überhaupt? Moment. Ja doch, seht ihr. Da seht ihr ja die Anordnung hier, ein schwarz-gelbes Schachbrett. Dagegen diagonal versetzt gelber Hintergrund mit schwarzem Aquila. Hier haben wir nochmal dieses Blitzmuster. Und hier oben haben wir das Symbol der Legio Astorum. Diese Anordnung von Farben kommt auch nochmal hier auf die Seite bei Vulkankanonen und Moriquake-Cannon auf diese Gun-Shields, die da dran sind. Ist dann natürlich ein bisschen größer als hier auf dem Knie, klar. Aber das kommt auch nochmal hier hin. Die Schachbrettmuster habe ich mir mit Stencils schon mal gemacht, also mit Maskierband und das dann so angeordnet. Das ist schon fertig. Und das Symbol sind Custom Decals. Die habe ich mir selbst gemacht. Ich habe mir extra einen Tintenstrahldrucker dafür angeschafft und entsprechendes Papier. Die habe ich mir dann ausgedruckt auf diesem Papier, habe diese Transfer-Dinger hier drauf gemacht, überlackiert mit, wie heißt es, Decal Softener von Vallejo, damit das besser sich einfügt und dann dieses Decal nochmal nachgemalt. Das werde ich auf den Wappenschilden genauso machen, wie auch hier auf den Gun-Shields. Einfach damit das besser rüberkommt. Wenn ich jetzt ein Freehand setze, habe ich das Problem, das eine könnte auf der einen Seite vielleicht ein bisschen kleiner sein als auf der anderen Seite. Und dementsprechend nehme ich mir durch diese Custom Decals schon mal so eine Grundlage, die ich im Prinzip nachmalen muss nur. Ja, das sind Gedanken zum Warlord bis jetzt. Und dann werde ich jetzt als nächstes die Waffen machen. Ich sitze gerade an der Energieklaue, weil die eigentlich eine coole Sache ist. Wenn die dran ist, ist die Seite schon mal bedient. Dann brauche ich nur eine Waffe auf der anderen Seite und Schulterbewaffnung. Und dann steht er schon mal hinten auf meinem Schreibtisch fertig. Und dann sind es nur noch zusätzliche Waffen, die ich dann machen muss. Dann ist es von der Motivationskurve nochmal was ganz anderes. Und da freue ich mich schon drauf. Ja. Das ist der aktuelle Stand. Detailbilder, nochmal Kamerafahrten über das ganze Modell und. Wird es später nochmal in einem extra separaten Video geben. Wenn alles wirklich fertig ist, dann widme ich diesem Modell ein separates Video, wo es nur hierum geht, um eine Art Showcase, wo es nochmal eine grobe Zusammenfassung geht, wie war so der ganze Ablauf des Projekts. Und dann könnt ihr euch währenddessen das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Ja? Wenn ihr dann keinen Bock auf mein Update und meine Zusammenfassung habt, dann macht einfach meinen Ton aus, legt euch irgendeine schöne Musik auf und schaut euch dann einfach diese Bilder an. Ich versuche auch, das Ganze auf so einer Drehscheibe zu machen, ob die das Gewicht wirklich aushält, damit es dann auch wirklich sich noch dreht. Das weiß ich nicht. Dementsprechend muss ich bis dahin mal gucken, wie ich das Ganze mache. So, das war das Update für heute. Danke fürs Zuschauen und ich schicke euch zurück an den regulären Maltisch. Und da sind wir nun wieder am Maltisch. Ihr seht, hier ist die Klaue des Warlord Battle Titan. Ich mache tatsächlich im Video mal was an dem Modell. Ich habe vorhin, vor Aufnahme des Videos, habe ich bei diesen silbernen Elementen ein Black Lining durchgeführt, sprich mit Agrax Earthshade alle Vertiefungen einmal nachgearbeitet. Danach habe ich Pigmente aufgetragen, die Rostpigmente, und so ein bisschen verschmiert.
Als das getrocknet war, habe ich dann nochmal mit, wie hieß die Farbe? Moment. Mit Stormhost Silver hier die ganzen Kanten nachgetupft. Das Ganze einmal ordentlich in matten Klarlack getränkt, kann man sagen. Damit dieser Rosteffekt nicht mehr ganz so stark zu sehen ist, weil der Mattlack sich dann in die Pigmente so reinsetzt und das so ein bisschen abschwächt vom Effekt her, aber es trotzdem gut aussieht. Jetzt der nächste Schritt, deshalb habe ich mir schon White Sky hingestellt, ist hier so ein paar ganz kleine Linien mit dem Pinsel nachzuzeichnen, um die Blitze noch präziser darzustellen. Wenn das fertig ist, arbeite ich die ganzen Schläge hier aus. Die werde ich dann einmal mit Balthasar Gold bemalen, dann mit Runelord Brass tupfen und dann mit Runefang Steel ganz leicht nochmal an die Kanten. Was mir gerade auffällt, was ich vor den Beschlägen noch machen muss, hier, diese ganz kleinen Hydrauliken hier, die bemale ich mit Screaming Bell und tupfe die mit Runelord Brass, damit die nicht dieses helle Weißgold bekommen, sondern eher so ein Rotgold und einen Kontrast bilden zu den Teilen, die daneben sind. Das ist aber auch bei allen anderen Hydrauliken bei dem Modell genauso. Ich gucke gerade mal. Nein, andere Hydrauliken habe ich hier nicht. Dann haben wir hier noch Schläuche. Die müssen gräulich, anthrazit werden. Hier habe ich noch drei Linsen, die bemalt. Nee, doch. Das sind keine Linsen da. Das sind nur Schrauben. Drei Linsen, die noch bemalt werden müssen am Bolter. Und ja, dann noch ein bisschen Grünspan an ein paar von den Nieten und hier an so ein paar von den Hydrauliken. Und dann war es das. Dann ist auch die Faust fertig. Im Prinzip. Oder Kralle. Kralle. So, und die Zeit, während ich das mache, möchte ich jetzt nutzen, um euch mal zu sagen, was jetzt als nächstes ansteht. Was, um genau zu sein, heute nach Aufnahme und Bearbeitung des Videos noch passieren soll. Ich werde mich nämlich zu einem einschlägigen nordeuropäischen Bausatz, Möbelbausatzhaus begeben und mir dort ein weiteres Regal kaufen, wie ich es auch hier schon mal stehen habe. Ein 5x5, also von den Fächern her, Regal und werde dieses an die Wand stellen, an der jetzt aktuell mein Schreibtisch steht. Also quasi da, an die Wand. So, dann werde ich einen Schreibtischansatz für dieses Regal noch direkt mitnehmen. Und meinen Schreibtisch, an dem ich jetzt gerade sitze, werde ich entsorgen. Ja? Soweit klar? Versteht man, ne? Dann sitze ich in Zukunft wieder wie früher an der Wand für eure ganze Ansicht hier ändert sich natürlich nicht wirklich viel. Aber ich habe die Wand, an der aktuell die große Vitrine steht. Da habe ich dann noch mehr Vitrinenplatz neben. Und in den unteren Fächern mehr Stauraum, weil ich merke, es wird aktuell doch schon ein bisschen viel, was hier so alles rumliegt. Und das Blöde an unserem Hobby ist ja, es wird nicht weniger. Das heißt, selbst wenn ich jetzt aussortiere, wie zum Beispiel mit ein wenig Gelände passiert, das geht an den Black Butcher in Zukunft, trotzdem wird es ja nicht weniger, weil für das, was man weggibt, kauft man sich ja erfahrungsgemäß neue Sachen. Heißt, das wird ein bisschen umstrukturiert, das Arbeitszimmer. Also minimal jetzt, nicht so extrem, wie es schon mal war. Vorteil ist aber allerdings auch an dieser dadurch größer werdenden Vitrinenwand, dass ein Hintergrund für Spielberichte nun besser aussehen kann, wenn der Spieltisch komplett vor der Vitrinenwand steht und man nicht daneben noch irgendwelche anderen Sachen sieht. Das kann im Prinzip für alles nur besser werden. Und ich freue mich schon ein bisschen darauf, das Ding, also diese neue Vitrine, dieses Regal und mit Vitrinen einsetzen, also die neue Vitrine dann anzuschaffen, hier aufzubauen und dann auch, obwohl es viel Kabelzeugs ist, was noch hin und her geschoben werden muss und viel, was hier auf dem Schreibtisch tatsächlich alles drauf liegt,
alles noch hin und her geschoben werden muss, freue ich mich auf diese Umräumaktion und vielleicht unter diesen Bergen von Zeug tritt ja noch das ein oder andere Schätzchen zutage, was ich ganz vergessen habe. Na, in letzter Zeit. Kann ja sein. Was auch ein positiver Effekt des Ganzen sein soll, dass ich durch einen angebauten Tisch an dieses Regal es prinzipiell so habe, dass ich dann rechts neben mir, direkt auf der Seite, ein paar von diesen offenen Regalfächern habe. In diese offenen Regalfächer sollen dann Farben und Zubehörsachen, die ich sonst hier alle so auf dem Maltisch verteilt habe, sollen dann speziell dort in dieses Fach rein. Heißt, meine Arbeitsfläche wird im besten Fall aufgeräumter sein. Sprich, ich werde nicht so von Zeugs erschlagen. Positiver Nebeneffekt. Numero, ich habe aufgehört zu zählen. Wenn ich neben mir quasi Regalfächer habe, kann ich die Kamera, die jetzt auf dem Stativ neben mir steht, prinzipiell ja auch in eins dieser Regalfächer auf einem kleinen, ganz kleinen Dreibein stellen. Heißt, Kamerawinkel ist ein bisschen besser. Und ich habe nicht das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die Kamera am besten stelle, sondern ich packe sie einfach da rein und gut ist. Genauso vielleicht auch die Webcam für Livestreams. Die könnte auch da rein, um dann auch einfach wieder den Platz auf dem Arbeitstisch zu optimieren und dementsprechend auch nicht Gefahr zu laufen, während eines Streams, was mir glaube ich schon ein paar Mal passiert ist, gegen eine dieser Kameras zu hauen mit der Hand. Also merkt ihr, es wird irgendwie gefühlt alles gestreamlined, sagt man glaube ich, auf Denglisch. Und ich freue mich schon drauf. Was auf jeden Fall in diese Vitrineneinsätze kommt, wo ich, also die neuen, in den neuen Regalern, wo ich schon mit dem Silent drüber geredet habe, sind die Tyranniden und die Elder. Die bekommen dann 4 Fächer, jeweils einfach Tyranniden-Großmodelle, 1 kleine Griblies, wo wahrscheinlich von den kleinen Griblies auch noch einige an den Füßen der Großmodelle stehen müssen, weil zu viele sind. Und genauso bei den Elder ein Fach für Großmodelle, 1 für kleinere Sachen. Kleiner beginnt da allerdings bei mir schon ab Antigravpanzer. Also die sind klein genug, als dass ich sie dann in ein normales Vitrinenfach einräumen kann. Und wir hatten erst überlegt, ob wir uns eine spezielle Projektvitrine hier hinstellen. Dann kam mir die Idee irgendwann mit diesem Ersatzschreibtisch, wenn man so will. Und dementsprechend wird dann nicht eine extra Vitrine dafür angeschafft, sondern es wird in der neuen Vitrine speziell dafür Fächer geben. Ja, so sieht das aus. Denn wenn ich gucke, was ich noch so alles bemalen möchte, was ich hier noch so alles habe, stelle ich immer wieder fest, verdammt, du hast zu wenig Vitrinenplatz. Wenn ich nämlich jetzt auch an Bold Action die Russen gehe oder an die Russen für Kugelhagel, habe ich dafür aktuell kein Fach. Und ich finde, diese historischen Sachen kann man nicht so gut in einem Fach mit anderen Sachen stellen. Und deshalb muss da halt eine Weiterentwicklung stattfinden. Ja, so sieht das aus. Sollte dann das Fach für Großmodelle, für Elder auch da sein, dann kann ich das auch so ein bisschen umstrukturieren mit der, wie heißt sie, mit der Death Guard für 40k. Da ist es nämlich so, dass Mortarion ein sehr großes Modell ist und auch eins dieser Fächer ohne Zwischenboden benötigt. Heißt, da muss was extra her. Aktuell teilt sich Mortarion noch ein Fach mit einem Bloodthirster, mit einem umgebauten Kriegsschrein des Imperiums
und mit sowohl dem Webway Gate als auch einem Hemlock Wraithfighter der Elder. Mortarion hat mir schon mehrfach zugeflüstert, dass er darauf keinen Bock hat und hat mich mehrfach schon mit solchen bestraft, die er durch Großväterchen Nurgle dann gewirkt hat. Dementsprechend will ich Mortarions Wunsch nachkommen, dass er dann auch ein Fach bekommt, in dem er sich etwas wohler fühlt, wo er sich das dann vielleicht auch mit seinem Freund Abaddon, der Verbeuler, teilen wird und vielleicht auch nochmal dem ein oder anderen Großmodell, was es noch so gibt. Der Bloodthirster kann prinzipiell ja dann stehen bleiben, also der Blutdämon, der wird nämlich auch in Zukunft nochmal eine, sagen wir mal, Base-Ergänzung bekommen. Der steht aktuell auf einem, was war das, 50 mm Eckbase und wird dann eine Ergänzung bekommen, eine Rundbase, wo dann eine Aussparung drin ist, dass dieses Eckbase da reinpasst. Sprich, ich kann ihn immer noch für Fantasy einsetzen, nehme mir aber auch die Möglichkeit raus, dass ich ihn für 40k auf dem entsprechenden Rundbase einsetze. Falls denn dann irgendwann mal für die Chaos Space Marines oder die, wie sie jetzt heißen, Heretic Astartes auch nochmal die World Eater rauskommen und dann dementsprechend auch Dämonen des Korn ein Revival bekommen. Und ihr merkt schon wieder, ich war in dem Krankenschein, den ich hatte, nicht untätig, ja? Auch wenn ich viel flach lag und auch viel geschlafen habe, was ich sonst nicht tue, was ich nur tue, wenn ich richtig krank bin, habe ich zwischendurch immer mal meine grauen Zellen angeschmissen und mir alles so ein bisschen überlegt, konzeptionell umstrukturiert und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass das alles so klappt heute und dass ich euch dann schon nächste Woche vom sozusagen neuen Maltisch, wobei nichts sich am Video ändert, sondern eher an der Location, vom neuen Maltisch berichten kann und ihr dann vielleicht auch schon eine Verbesserung seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid, denn das ist das, was ich euch jetzt noch sagen kann. Und ich würde euch jetzt einfach mal losschicken, ganz ungeniert, da dieses Thema jetzt auch abgefrühstückt ist, dass ihr nochmal guckt, welche Videos es auf Endcard gibt und was man noch in der Kommentarsektion und mit den Däumchen machen kann. Also, ab mit euch zu Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Das Video ist fast vorbei. Wir sind jetzt in der Sektion angekommen, wo ihr Ideen, Wünsche, Anregungen, Kritik, alles Mögliche unten in die Kommentarsektion reinschreiben könnt. Wenn ihr sowieso da unten schon seid, scrollt ein bisschen höher in die Videobeschreibung. Da findet ihr Links zu Facebook, Tabletop-Weltforum, alles Mögliche an Links, guckt da mal rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, den nicht vergessen. Wenn es euch nicht gefallen hat oder Teile davon, gebt ein Dislike. Schreibt aber dann bitte aufgrund des Dislikes in die Kommentarsektion, was euch nicht so gut gefallen hat. Genauso könnt ihr euch dazu äußern, was ihr zum neuen Light-Setup sagt, was ihr zu diesem neuen Hintergrund sagt, zur neuen Kamera, zur technischen Umsetzung und so weiter und so fort. Ich würde mich natürlich freuen, da was von euch zu hören. Bevor ich jetzt gleich losfahre und das Adlernest umstrukturiere, würde ich sagen, habt ihr noch die Möglichkeit, da und da auf Videos aus vergangenen Zeiten zu klicken und euch die einfach mal zu Gemüte zu führen. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es heißt Maltischer Mittwoch mit Dizzy Finger. Bis dahin, ich bin raus. Keep on Wargaming!